Sparen Sie sich Zeit beim Suchen und Recherchieren und durchstöbern Sie unsere ganzheitsmedizinische Datenbank mit der integrierten KI-Sana auf Wikisana. Der menschliche Körper im neuen Licht der Erkenntnis. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, lassen Sie uns heute tief in den menschlichen Körper im 21. Jahrhundert eintauchen, wo die Wissenschaft uns mit immer neuen Erkenntnissen überrascht und beschenkt. Dazu kommen im heutigen Kolloquium Medizin vier Experten zusammen. Wer das ist, erfahren Sie nach dem Intro. Und damit darf ich euch ganz herzlich begrüßen und auch nochmal initial vorstellen. Dr. Markus Stark, du bist Psychoneuroimmunologe, Bert Seebergs als Gesundheitsanalyst, Lothar Hirneise als einer der bekanntesten Krebsforscher und Dr. Rolf Jansen Rossek als Umwelt- und Tropenmediziner. Nun, dass der menschliche Körper als Wunderwerk der Natur seit jeher faszinierendes Objekt der Forschung und auch intensiver Bewunderung ist, steht, glaube ich, außer Frage. Doch gerade in den letzten Jahrzehnten hat sich die Wissenschaft auch durch diese rasante Entwicklung diesem Phänomen immer tieferen Zugang verschafft. Und ihr bringt hier jede Menge Wissen und Expertise mit, die sich im Raum akkumuliert, sodass ich euch einladen würde, dass wir heute einfach mal für den Zuschauer ein Buffet aufbauen aus diesen Erkenntnissen der letzten Jahrzehnte. Ich würde sagen, Markus, können wir bei dir starten? Denn die Psychoneuroimmunologie, das war ja ein Meilenstein in der wissenschaftlichen Entwicklung. Und nun nicht der Meilenstein, man ist zur Erkenntnis gekommen, dass man den Menschen nicht nach dem Modell, nach Descartes in Einzelteile zerlegen kann. Ja, wir haben Spezialisten, einen Kardiologen, Nephrologen, Internisten, Psychiater, Psychologen, Zahnarzt, sitzen 50 Kilometer getrennt. Es ist aber ein Mensch. Ja. Und da ist man drauf gekommen, dass das so nicht funktioniert. Und viele Symptome werden als psychosomatisch abgehandelt und der Mensch sagt, okay, psychosomatisch, damit man es nicht versteht, steht dann idiopathisch. Und dann wird das Symptom irgendwie chemisch irgendwo nach Leitlinien, in einen Referenzbereich gedrückt und dann kannst du hoffen, dass das gut geht oder du gibst dein Schicksal hin und sagst, okay, ich habe die Karte gezogen, ich habe ein schlechtes Leben oder ich fühle mich nicht wohl, habe keine Energie. Und die Psychoneuroimmunologie, so wie ich es gelernt habe, sieht den Menschen als Ganzes und verbindet es mit der Natur, der Naturwissenschaft. Und das ist für mich das einzige Gesetz, das gilt. Das sind Naturgesetze. Ja. Das einzige. Alles andere sind Erfindungen von irgendwelchen Lobby- oder Interessensvereinigungen. Und was ich meinen Menschen, wenn sie zu mir kommen, erkläre, ist, die sind ja durchbefundet. Ich kriege nur chronisch Kranke. Die sind durchbefundet, die haben alle XY-Befunde und ich mache einmal ein Reset. Was hat wann wie begonnen mit der Anamnese? Das dauert natürlich Zeit, eine Stunde und eineinhalb Stunden, um dahinter zu kommen, was hat der Mensch für ein Problem? Ist es ein Traumata, ist es ein psychisches Problem, was ihn aus der Bahn geworfen hat, eine Scheidung, ein Todesfall, whatever, eine Kindheit oder Misshandlung, das sind dann die schwersten Formen. Oder gab es Unfälle mit einer HBS-Trauma, das schwerste neurologische Probleme auslösen kann, ja, mit nitrosativem Stress, mit Entzündungen im Gehirn, das in weiterer Folge die Mitochondrien kaputt macht. Und da muss ich suchen, ja, was hat den Menschen aus seiner Regulationsfähigkeit gebracht? Ja. Ja, ein kranker Mensch ist nicht mehr in der Lage, selbstständig zu regulieren. Geht nicht mehr. Und wir suchen halt die Ursachen. Das kann im Darm liegen, sehr häufig im Darm, vor allem bei Autoimmunerkrankungen. Das Leaky Gut-Syndrom, das wird ja, ich habe es vor 20, 25 Jahren das erste Mal gehört, Leaky Gut. Bei uns ist das noch so Internist mal gehört oder bei der Gastroenterologie. Man schenkt da eigentlich fast keine Aufmerksamkeit. Da muss man einen Ganzheitsmediziner finden, der das kann oder analysieren kann und auch dementsprechend therapieren kann. Ja, da sucht man, dann suche ich, gibt es stille Entzündungen. Ich schaue mir den Lebensstil an von den Menschen. Wie viel bewegen sie sich? Wie viel sitzen sie? Wie viel sind sie draußen? Also all das zusammen macht das Gesamtpaket aus, was ich bin. Mhm. Und die schwierigste Therapie, die ich sehe, ist Lebensstilveränderung. Ich versuche denen einen Lebensstil beizubringen oder zu erklären, dass Bewegung wichtig ist, regelmäßige Bewegungsreize, dass Hungerreize extrem wichtig sind, Hunger und Kältereize. So, die drei Sachen führen definitiv zu einer verbesserten Gesundheit. Wir wissen, dass 90% der Erkrankungen durch gestörte Mitochondrienfunktion entstehen, der man ja bis dato eigentlich überhaupt keine Aufmerksamkeit schenkt, schon gar nicht in der Grundausbildung der Medizin. Ja. Man lernt nichts über Mitochondrien, deren Pathologien und Biochemie und Funktion und wie ich es beeinflussen kann, geschweige denn, wie ich es messen kann. In keinem Spital in Österreich, von Wien bis Innsbruck, kannst du Mitochondrien messen.
Funktioniert nicht. Nirgends. Nirgendwo. Keine Chance in ganz Österreich. Wow. Kein Universitätsklinik misst deine Mitochondrienfunktion bei chronisch Kranken. Weder bei ALS, weder bei Parkinson, weder bei egal was. Die gibt's einfach nicht. Warum? Das ist jetzt, ich kann das nur so beantworten, warum. Mitochondriale Medizin ist ausschließlich mit Nährstoffen möglich. Sonst nichts. Mhm. Mit Lebensstilveränderung, mit Ernährung. Ja, alles. Punkt. Alles kostenlos. Und somit haben gewisse Verbände kein Interesse daran, richtig, zu arbeiten. Mhm. Fehlt dir Q10, funktioniert kein Mitochondrium. Fehlt dir B12, funktioniert nicht. Fehlt dir B1, B2, mhm, Kupfer, Zink, geht nicht. Mhm. Es geht nicht. Mhm. Ja, und habe ich Entzündungen, die das System kaputt machen, oder Viren oder Bakterien oder whatever, dann komme ich in irgendeine Funktionsstörung. Und wenn 30% plus minus der Mitochondrien geschädigt sind, dann fällt der Mensch, kommt ein Symptom. Müdigkeit, Herz, whatever. Ja? Ja. Und da muss man suchen und eine Lösung finden. Das Problem bei dieser Medizin ist, es ist privat zu bezahlen. Mhm. Es kann relativ teuer werden. Doch. Relativ teuer, weil Befunde kosten mehrere hundert Euro. Und dann die Therapeutika, ob Phytotherapie, ob irgendwelche Ergänzungen, kann schon eine monatliche Belastung darstellen, die manche sagen, das kann ich mir nicht leisten. Das System zahlt es nicht. Sie zahlen zwar 100 CTs und MRT und das wird alles bezahlt. Cortison und Immunsuppressiva, die tausende Euros kosten. Ja. Aber die einfache Versorgung mit einem B-Vitamin, mit einem Q10 oder Zink oder whatever, das muss der Mensch selber zahlen. Ja, also wenn ich dich richtig verstanden habe, war diese Erkenntnis hier zum einen, dass Mitochondrium wirklich als Kraftwerk der Zelle, einzelnes Zellorganell, so wahnsinnig tiefe Bedeutung, aber auch das große Ganze, dieses Ineinandergreifen der Subsysteme, ja, Psyche, Neurosystem, das Suchen, warum? Und die Suche nach dem Warum. Ja, genau. Ja. Lothar, wenn diese vielen Bereiche ineinander greifen, wird es auch im onkologischen Kontext berücksichtigt? Ja, ich meine, was haben wir in den letzten Jahren in unserem 3E-Zentrum am meisten verändert, sage ich mal, in den letzten 5, 6, 7 Jahren, war eigentlich Folgendes. Wir machen ja Ernährungstherapie, Entgiftungstherapien und bis vor wenigen Jahren war unser hauptsächlicher Fokus auf Ursachensuche. Einfach, weil wir sagen, ja, okay, Mutationen sind zwar da, aber sie sind nicht die Ursache, das ist ein kleiner Unterschied. Ja. Natürlich kann man, jeder Pathologe kennt Mutationen, aber sie entstehen während der Erkrankung. Sie sind nicht der erste, genau, Stein, der umfällt, sondern, genau, der 10., 15. Mhm. oder 20. Lang bevor eine Mutation da ist, ist eine Erniedrigung der Zellmembranspannung, geht, was, weil man gerade Mitochondrien angesprochen hat, geht Zytochrom-Oxidase aus den Mitochondrien raus und so weiter und so fort. So. Und wir haben uns halt sehr darauf fokussiert, auf die Ursachensuche, was wir immer noch tun. Mhm. Also Ursachensuche ist immer noch, da kennen wir uns aus, das machen wir seit 17 Jahren, das tun wir. Aber wir haben natürlich auch in den Jahren gesehen, es gibt bei der Ursachensuche zwei Probleme. Das erste ist, manchmal findet es man nicht. Es ist einfach so. Es hört sich einfacher an. Mhm. Bei Krebs ist es wirklich so. Die Hälfte ist so einfach. Man braucht den Patienten nur fragen. Und der erzählt dir genau, warum er Krebs hat. Und meistens stimmt's. Also das ist die Superhälfte. Jetzt gibt's aber immer noch die andere Hälfte. Da muss man reden, da muss man tun, da muss man sich auf die Suche machen. Und dann gibt es da wiederum eine Untergruppe, da findest du einfach nichts. Du findest einfach die Ursache nicht. Punkt aus, Amen. So, das ist das Erste. Und das Zweite, was wir bemerkt haben, wir haben manchmal gedacht, wir haben die Ursache und dieser blöde Tumor ist weitergewachsen. Und dann? Also auf gut Deutsch gesagt, ja, wir lagen daneben. Wir lagen daneben. Unsere damals Grundannahme war, dass es halt ein oder maximal zwei Gründe gibt. Ja. Mhm. Von dem sind wir so über die Jahre ein bisschen weggekommen. Wir suchen heute auch nach mehreren Gründen, nicht nur nach der. Es ist immer noch der Königsweg, die Ursache zu finden, zu regulieren und dann hat der Körper auch die Chance, sozusagen den Tumor wieder abzubauen, weil er ihn nicht mehr benötigt. So. Mhm. Aber wir sind dann, haben uns halt mehr Gedanken drüber gemacht, was mache ich jetzt eigentlich, wenn ich nicht die Ursache finde? Ich muss dem ja trotzdem irgendwie helfen. Und jetzt bei uns ist weit über 80% aller Patienten, die kommen, sind metastasiert oder haben zum zweiten, dritten, vierten Mal Rezidive. Mhm. Da funktioniert eins nicht mehr, was vorher funktioniert, ist zytostatisches Arbeiten. Egal, ob das jetzt Chemotherapie ist oder mit alternativen Zytostatikas, da gibt es ja auch eine große Gruppe, kann man ja sagen. Aber das funktioniert einfach in diesem Stadium nicht mehr. Und wir müssen uns also was anderes einfallen lassen. Und wir haben da zwei Dinge. Wenn uns gar nichts mehr einfällt, dann machen wir Neues.
Neue Dinge. Einfach Neues. Was bedeutet das? Das bedeutet, was auch immer. Wir setzen uns hin mit dem Gast und wir benutzen ungern das Wort Patient. Setzen uns mit dem Gast hin und überlegen einfach, wie hat dein Leben bis heute ausgesehen? Und jetzt ganz wichtig, nicht im christlichen Sinne von Schuld und Unschuld, ja? Niemand hat Schuld an seiner Erkrankung. Nur, man kann auch nicht so tun, wie wenn der Lebensweg nichts mit dem Tumor zu tun hätte. Das hat er sehr wohl, ja. Und so sagen wir einfach, okay, pass auf, du bist bis hierhin gelaufen, hier ist deine erste Diagnose, zu uns kommt es ja erst nach der zweiten, dritten, du bist diesen Lebensweg weitergegangen und du kannst den auch noch weitergehen, aber da ist ganz sicher ja der Tod. Der kommt hundertprozentig, nicht nein, der kommt hundertprozentig. Also pass auf, du musst links oder rechts abbiegen. Und dann schauen wir mal an, was dieses links oder rechts abbiegen bedeuten kann. Und dann haben wir noch etwas, was uns vor 17 Jahren auch nicht so bewusst war. Sympathikus und Parasympathikus. Jeder redet drüber und auch wir haben drüber geredet und wir haben natürlich die Leute mehr in die Ruhe gebracht. Aber was uns nicht so richtig bewusst war vor 17 Jahren, wie es das heute ist, der Parasympathikus ist, jeder weiß für den Schlaf und für die Verdauung. Der ist aber auch für die Reparaturmechanismen zuständig, die in der Regel natürlich bei sogenannten gesunden Menschen eher nachts stattfinden, im Tiefschlaf oder wann auch immer. Und ansonsten braucht der Körper nicht nonstop reparieren. Mhm. Aber bei Krebs ist es etwas anders. Und dann haben wir gesehen, okay, was müssen wir tun? Wir müssen die Leute mehr im Parasympathikus oder wie wir das nennen, im Nicht-Adrenalin-Verbrauchbereich. Ja? Warum? Wir haben die Theorie von Dr. Walter und Frieda einfach über Jahre gemessen und haben einfach herausgefunden, diese Dame war ein Genie und hat recht gehabt. An was sehen wir das? Unsere Patienten haben fast kein Adrenalin. Also wir messen das im 24-Stunden-Urin, wir messen das in durch Haaranalysen und wir sehen einfach, Die Leute müssen über eine verdammt lange Zeit, ich rede eher von Jahren wie von Monaten, müssen die deutlich mehr Adrenalin verbraucht haben, als sie Nebennieren produzieren können. Und jetzt ist die Lösung aus dem Ganzen, ist, das Adrenalin wieder nach oben zu bringen. Jetzt, wir wissen, das ist nicht einfach. Man kann kein Adrenalin einfach infundieren. Das kann ich vielleicht mal kurzfristig als Notarzt benutzen, ja. Aber ich kann es nicht infundieren. Das heißt, die einzigste Möglichkeit, um einen Adrenalinspiegel wieder nach oben zu bringen, ist, keins zu verbrauchen. Aber jetzt sage ich einfach, nimm mich aufregen. Aber wir beide wissen, das funktioniert nicht. Lebensstilwandel, also, ja, oder? Es funktioniert nicht, wenn ich zum Peer sage, du, reg du doch nicht mehr auf hier, ja? Nein, das kann ich zehnmal zu einem sagen. Komm mal runter. Komm mal runter, genau. Er wird sich immer nur wie ein HB-Männchen benehmen, ja? Und nach oben gehen. Und was wir heute machen ist, wir nennen es Parasympathikus-Training, Resilienztraining, Anti-Adrenalin-Training, egal was man für ein Wort tut. Wir bringen Menschen bei, sich nicht mehr zu nerven. Wie funktioniert das? Ganz praktisch. Also wir haben verschiedene Techniken über die Jahre entwickelt. Ich sage mal ein, zwei Dinge, die ich das zum Beispiel super immer mache. Ja? Okay. Ich merke mich jetzt, dieser Peer geht mir echt auf den Sack hier. Ja? und ich sitze jetzt hier und denke, aber ist nicht gut für diese Sendung. Ja? Dann schaue ich mir zuerst, also ich habe mehrere Techniken. Ich nenne mal zwei oder drei. Ja? Ja. Also eine Technik ist einfach, Gott gebe dir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die du nicht ändern kannst. Mhm. Jeder kennt den ganzen Spruch, den Mut und so. Aber ich benutze nur den ersten Teil. Weil ich kann diesen Kerl da nicht ändern. Also akzeptiere ich, okay, ich kann es eh nicht ändern. Hilft mir schon mal runterzukommen. Das nächste, was ich tue, ist, und das dauert übrigens nur ein, zwei Sekunden, was ich jetzt in zwei Minuten erkläre. Mhm. In Wahrheit ist es ein unglaublich schneller Prozess. Ja. Das nächste ist, ich überlege mir immer, was ist eigentlich das Schlimmste, was jetzt gerade passieren kann, wenn der mich nervt? Um bei diesem Beispiel Pär zu bleiben. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Nein. Meistens ist es gar nicht so schlimm. Wir machen uns permanent Sorgen und Dinge, wenn irgendwas, was wir glauben, was schief läuft. Aber wenn man sich dann wirklich, was ist denn echt das Schlimmste? Ich habe meinen Job verloren, ja? Was ist denn das Schlimmste, wenn ich meinen Job verliere? Ich habe vielleicht mal ein paar Tage, Wochen, Monate weniger Geld. Dafür habe ich jetzt aber die Möglichkeit, einen viel geileren Job zu finden, bei dem ich viel mehr Geld verdiene, bei was weiß ich was. Ich kann mir anschauen, wer mal Harry Potter, also die liebe Frau Rowling, geschrieben hat und hat gesehen, die Frau war arbeitslos, sonst hätte sie nie Harry Potter geschrieben. Ja? Also das ist das eine. Schönes Beispiel. Und dann ist noch ein drittes, was bei mir sehr gut funktioniert, ist Yin und Yang einfach. Also für mich ist, ohne dass ich jetzt großer Taoist bin, aber für mich ist es einfach,
egal was ist, da ist irgendwo was Gutes. Mhm. Als Beispiel, wir bleiben immer beim Pär jetzt, ja? Er geht und sagt, was könnte denn... Das ist jetzt in eine gute Richtung. Ja, ja, ja. Was könnte denn da jetzt irgendwas gut? Da kann irgendwas ist gut dran. Ich muss mich vielleicht mit ihm beschäftigen, warum seine Worte mich jetzt so triggern. Mhm. Als Beispiel, ja? Und das sind aber Dinge wie Klavierspielen, sage ich immer, das muss man üben. Ja, und wir bringen Menschen also solche Techniken in Anführungsstriche bei. Und für mich zum Beispiel ist wirklich der Satz, wenn ich was nicht ändern kann, das bringt mich am schnellsten, am meisten, am tiefsten runter. Und eins habe ich gelernt, die meisten Dinge, über die wir uns nerven, die treten nie ein und die sind gar nicht so schlimm, wie wir uns das immer vorstellen. Und wenn man dann noch verinnerlicht, dass... Auf gut Deutsch sagt, eigentlich ist alles gut. Ja? Wie heißt es so schön in dem Film? Ja, wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht zu Ende. Ja. Und das sind Dinge, aber die muss man üben. Und die Leute kommen zu uns und wir bringen ihnen solche, ich nenne es mal Resilienztrainingstechniken bei, dass wenn die dann nach Hause gehen, sich halt nicht mehr so oft über Frau, Kind, Eltern, Beruf, Chefs und so weiter nerven. Warum machen wir das? Wir haben gesehen, das ist die Grundvoraussetzung, damit Tumore weggehen, weil nur dort im Parasympathikus finden Reparaturmechanismen. Ich vergleiche das immer wie mit einem Flugzeug, wo die Turbine kaputt geht. Solange das Ding fliegt, kannst du nicht reparieren. Du musst runter mit dem Flugzeug in Hangar, jetzt kannst du den Ingenieur da reintun. Und so ist es relativ einfach bei uns auch. Ja? Die Evolution hat uns so toll kreiert und die hat uns einfach, auch Tumore, will jetzt nicht in Detail gehen, Tumore sind ja nicht per se was schlecht, sondern ein Ergebnis der Evolution, weil Tumore einen Sinn ergeben. Die machen zuerst mal etwas Gutes. Mhm. Und so müssen wir das auch in der Evolution sehen. Die Evolution hat unglaublich viel Sympathikus kreiert, aber gleichzeitig auch Sympathikus. Und es ist auch ein Zusammenspiel von beiden. Das vergisst man auch ganz, weil man denkt immer, als Beispiel, im Parasympathikus habe ich eine Erektion, aber um einen Orgasmus zu haben, brauche ich den Sympathikus. Mhm. Also das ist nicht auch in einer Situation, in Anführungsstriche, brauche ich oftmals beides. Ja. Und ich will nur sagen, wir leben in beidem mehr oder weniger, permanent. Und bei Krebskranken haben wir das gelernt... Das musst du erst mal wissen, ne, bevor du einen Orgasmus kriegst. Ja, bei Krebskranken haben wir einfach gelernt, die haben zu viel Lebenszeit im Sympathikus verbracht. Ja. Punkt. Ja. Und wir holen sie jetzt einfach in die nächsten Monate und Jahre in den Parasympathikus. Und dann haben wir gesehen, wer überlebt, weil nochmal, wir haben sehr metastasierte Patienten, wer überlebt, auf gut Deutsch gesagt, wer es schafft, seinen Adrenalinspiegel wieder nach oben zu bringen. Und ich denke schon, das ist für uns und für die Menschen da draußen eine große Erkenntnis heutzutage, ja, die noch nicht wirklich angekommen ist. Ja, ja, ja. Und wir alle wissen, Anti-Stress-Training ist gut und Meditation ist gut. Aber ganz ehrlich, wann machen wir es denn? Ja, also die Umsetzung. Wie verlässlich ist das Prinzip, wenn die wirklich wieder Adrenalin haben? Also wenn die Adrenalin haben, ist die Verlässlichkeit, ich kann es nicht in Prozent ausdrücken, aber ich kann eins sagen, die Patienten, die wir in den Heilungsphase oder in den Nicht-Tumorbesitzphase gebracht haben, die haben alle den Adrenalin nach oben gebracht. Ja? Es gibt einen Freund von mir, Dr. Wolfgang Wehrhoff an der Ostsee, der hat vor Jahren auch so eine Statistik ähnlich wie wir gemacht und der konnte schön zeigen, dass seine auch meistens finale Patienten ausnahmslos zu 100% den Adrenalinspiegel nach oben gebracht haben, die überlebt haben. Und die unten geblieben sind, sind 100% auch gestorben. Also ich sage jetzt nicht zu 100%, nicht missverstehen. Ja. Aber was ich sagen kann ist, die Menschen, die wir in die Heilung gebracht haben, haben alle ausnahmslos das hingebracht. Ja. Und eine Frage, war mir auch noch eingefallen, warum geht das bei Metastasen nicht? Du hast gesagt, dann ist praktisch die Zytostatische. Ich weiß es nicht hundertprozentig, die Antwort, aber ich sage dir, was ich annehme. Ja? Ich glaube, also viele der Menschen bei uns, die haben ja Chemotherapie hinter sich gebracht. Ja? Und ich habe manchmal bei Menschen Folgendes gesehen, vor allem bei jüngeren Menschen. Die haben eine Chemotherapie gemacht, der Tumor war weg und der Tumor kam, egal, 1, 2, 3 Jahre wieder.
Und dann wurde oftmals von den Onkologen folgender Fehler gemacht. Die haben gedacht, damals hat es ja gut funktioniert, also nehmen wir wieder die gleiche, was er sieht, das gleiche Cisplatin, das gleiche Cyclophosphamid, das gleiche 5-FU, egal was. Und dann sind manchmal Patienten am ersten Schuss dann gestorben. Also an der Therapie, wirklich, nach der Infusion gestorben. Und ich habe mir das einfach, oder erkläre mir das so, dass wenn du eine Zeit lang entweder total vergiftet warst oder vergiftet wurdest durch die Therapie, in deinem Körper extrem viele, ich sag mal, Antikörper entweder schon gebildet wurden oder aber der Körper hat gelernt, wenn dieser Giftstoff kommt, muss ich das extrem bilden. Und dann findet eine extreme Überreaktion des Immunsystems statt. Und deshalb glaube ich, dass wenn du jetzt zum zweiten, dritten Mal dann Giftstoffe gibst, auch andere Giftstoffe jetzt außerhalb der Chemotherapie, dass die einfach nicht mehr so gut funktionieren, weil der Körper mit diesen Giftstoffen besser umgehen kann wie beim ersten Mal. Es gab mal in Köln den Professor Scheller, der hat immer gesagt, Chemotherapie kann nur in den ersten zwei Schuss gut funktionieren. Der hat einmal eine Arbeit gemacht drüber und konnte einfach aufzeigen, also der Zerfall des Tumors kann man eigentlich in den ersten zwei oder drei Schuss sehen. Der Schuss 4, 5, 6 oftmals, der hat keine so große Wirkung mehr. Und das würde auch dafür sprechen, dass wenn du mit dem Gift da reinjagst, der Körper zuerst mal mit dem Gift nichts anfangen kann, das Gift kann sich entfalten. Mhm. Aber mit jedem Schuss lernt dein Körper mit dem Giftstoff besser umzugehen. Ja. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich die Antwort ist auf deine Frage. Das ist eine Hypothese und ich bin erst vor einigen Wochen auf eine andere Hypothese gekommen, die ich ja aus meiner Infektologie, die ich mache. Und er hat ja im Grunde alles gesagt, das Wichtigste, das Naturgesetz ist das Wichtigste. Und alles, was er auch diagnostisch gemacht hat, macht man in der Systemmedizin und auch in der funktionellen Medizin. Ich habe ein bisschen philosophiert mit einem Professor, mit dem ich gut befreundet bin, den ihr wahrscheinlich gar nicht kennt, Professor Schardt. Den habe ich kennengelernt, weil ich ja mich sehr früh mit zeckenübertragenen Erkrankungen beschäftigt habe. Und da war immer die Frage, warum auch man bei den Therapien nicht weiterkommt. Bei der Borreliose oder bei, wir sehen ja nur noch Mischinfektionen, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Erreger, die alle aktiv sind, auch im IgM- und IgA-Bereich. Und dann kommt man an eine Grenze. Und dann kam ja The New Kid on the Block, das war dann der Biofilm. Ne? Das heißt, der Biofilm ist nichts anderes als eine Schutzmaßnahme, wo sich so sozusagen die Population der Erreger kümmert, sich abzusichern. Das, was der Ritter gemacht hat, indem er seine Rüstung angezogen hat. Da habe ich mich lange mit auseinandergesetzt und Eva Sapi hat sich damit beschäftigt, die eigentlich aus der Onkologie kam, ich weiß, das wahrscheinlich kennen. Und wenn sie dann selbst betroffen ist, kommen ja die dann zur Erkenntnis, die Ärzte, die sie vorher nicht hatten, ne, dass sie selbst betroffen ist, auch offensichtlich die einzige Katharsis, die man durchlaufen kann, um intellektuell weiterzukommen, denn sie sind ja alle geprägt durch die Uni, da sind sie Gehirn gewaschen, da wird das Gehirn dann viereckig gemacht und dann bleiben sie auch ihr ganzes Leben dabei, bedingt dadurch, dass sie alle eine Eins hatten, was ich glücklicherweise im Abi nicht hatte. Und dann haben sie doch die Doktorarbeit mit Eins und mal Magna cum laude und dann kommt die Habilitation noch dazu. Und dann habe ich, was ich mal sage, das Phänomen Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der Klügste im ganzen Land? Das galt ja früher für Frauen, heute gilt das natürlich auch für Männer, für die intellektuell Verbildeten sozusagen, die eitlen Männer. Die sind ja eigentlich noch schlimmer als die eitlen Frauen. Und dann kommt man nicht auf die Idee, wenn man immer eins hat, ich hatte jetzt gerade wieder einen Schüler, den ich durch Therapie dann auf ein 1,0 Abitur gebracht habe, warum soll der denken, er wüsste was nicht oder hätte jemals was Falsches gelernt? Da kommt er nicht auf die Idee. Und das ist ein ganz großes Manko, komme ich später noch drauf zu sprechen. Als ich aber dann Probleme mit zwei Krebspatienten hatte, ich habe in meiner Praxis in Berlin gar keine Krebspatienten, aus verschiedenen Gründen möchte ich das nicht gerne machen, hatte ich aber zwei, eine Russin, die drohte zu sterben, ist auch gestorben. Und das zweite ist eine junge Patientin von mir, die ein schweres Lymphom am Arm hatte. Der Arm war dreimal so dick. Und dann war ich etwas in Gedanken, bin ja nie unsicher, aber ich hatte so ein paar Gedanken, die mich nicht befriedigt haben. Weil du hast auch gesagt, bei manchen finden wir die Ursache nicht. Und dann kommt immer nur dieses Urbedürfnis heraus, der Erkenntnis, warum wissen wir das nicht? Alle meine Verwandten sind an Krebs gestorben. Ich konnte damals nichts machen, außer palliative Therapie. Die sind alle auch zu Hause gestorben. Hat mich schon sehr deutlich geprägt. Und dann habe ich Schardt angerufen und ich sage, Mensch, Schardt, also boah, ich bin heute nicht durcheinander, aber mir geht so viel durch den Kopf, bevor wir unser Thema angreifen, lass mal philosophieren. Und dann sage ich, was ist denn los? Dann habe ich von diesen beiden Fällen erzählt, ja, sagt er, du liest ja auch nicht, was ich schreibe. Ich sage, wieso das denn? Ja, du musst doch mal ein bisschen ins Internet, dann liest doch einfach mal und guck nicht nur die großen gerankten Journale an, sondern es gibt auch kleinere. Ich habe 7 Jahre versucht, das zu publizieren, das hat mir keiner abgenommen. Am Ende hatte ich einen spanischen Freund, der hat gesagt, komm, ich kenne da so eine kleine Zeitung. Das mache ich. Ich sage nur, erzähl doch mal, was hast du denn da gemacht? Und dann hat er Folgendes erzählt.
Seine Frau, kann ich ruhig sagen, hatte schwere Krebserkrankung, hatte zusätzlich neben Brustkrebs auch noch Blasenkrebs, war metastasiert in der Leber komplett, hat dann eine Chemo bekommen, wie das so üblich ist, und dann greift die natürlich nicht mehr. Dann hat sie ihre Bestrahlung bekommen, die griff dann auch nicht mehr, und dann hat es diesen Mann einfach, in meiner Meinung, verdient den Nobelpreis dafür. Mal gucken, was rauskommt, ob das überhaupt einen interessiert. Dann hat er sich gedacht, aus vielen Beobachtungen, die er empirisch gemacht hatte oder auch von Kolleginnen und Kollegen, mit denen er zusammengearbeitet hat, hat lange auch ein Krankenhaus geleitet und so weiter. Und dann fiel ihm wieder ein Problem ein, dass viele Krebspatienten, wie du wirst es bestätigen können, eben halt Thrombosen haben. Und manchmal auch Embolien. Ich erkläre spüren, warum er lacht. Ich war vor kurzem wirklich im Krankenhaus mit einer Thrombose. Und das Erste, was die Ärzte zu mir gesagt haben, sie sind schwer krebskrank. Also deshalb lacht er gerade, weil ich ihm das gerade erzählt habe. Die sogenannte Paraneoplastie. Ja, deshalb haben wir gerade geschmunzelt. Ja. Und wenn wir über dieses paraneoplastische Phänomen nachdenken, müssen wir uns natürlich überlegen, was soll das Ganze? Und wenn wir jetzt mal uns in dieses Rittertum versetzen, wo ich eben kurz von gesprochen habe, und betrachten jetzt mal die Krebserkrankung oder den Tumor oder die Metastase, als Ritter, dann will er sich schützen. Und Schad kam auf diese geniale Idee, mir ist es nie eingefallen, ja? Dass das nichts anderes ist, was er jetzt bekämpft oder wo seine Idee hat, wie der Biofilm bei der bakteriellen Infektion. Gibt es einen Biofilm bei allen Metastasen, bei allen Krebsarten? Und er ist hergegangen mit monoklonalen Antikörpern, die Fibrin und Fibrinogen nachweisen können, und hat überall bei den Metastasen und bei den verschiedenen Primärtumoren und so weiter nachgewiesen, dass auch im Stadium der Krankheit sich noch vergrößernd ein Schutzschild aufgebaut wird, der aus nichts anderem besteht als Fibrin und Fibrinogen. Und da hat er sich gedacht, wenn wir jetzt mit Methadon therapieren, auch da sehen wir dieses Phänomen, was du so schön beschrieben hast, auf einmal wirkt das nicht mehr und der Patient stirbt dann irgendwann. Und wir hatten zwei Patienten, die auch Methadon bekommen haben, und hat es nicht mehr gewirkt. Auch diese Patientin stellte sich dann raus mit dem Lymphom, hatte das auch versucht, und dann wuchs das trotzdem noch. Ne? Es ging nicht mehr weiter. Und dann sagt er, schade, ist doch klar. Wie soll das Methadon denn durch diesen Schutzschild rankommen? Ich kann ja auch mit der Wasserpistole gegen den Ritter nichts machen. Das spritzt ja dagegen und läuft dann ab. Also, was hat er gemacht? Genial. Hochdosiert, niedermolekulares Heparin eingesetzt und das dann kombiniert mit Methadon. Und siehe da, ne, der Ritter legt seine Rüstung ab und jetzt wird die Chemo wieder wirksam. Die hat man nicht gemacht. Die Frau lebt heute noch. Also die Metastasierung der Leber war weg, die Metastasen waren weg, der Primärtumor war weg, der Blasentumor war weg. Gigantisch. So, gigantisch. Ich habe auch gedacht, meine Güte, dachte ich an meinen Erfinder und Großvater, auf dessen Erfindung mal die Doppeldeckerbusse Berlins liefen. Der hat die Fedor-Elemente entwickelt. Der hatte nur die Volksschule. Der Mann, ich weiß gar nicht, muss Idiot gewesen sein. Ich musste ein Abitur machen, studieren, alles Mögliche. Der hat das alles so gemacht. Und hier ist das wirklich in meinen Augen eine geniale Idee. Und er hat immer gesagt, Rolf, in deinem ganzen Leben denke daran, das Geniale ist immer einfach. Und da dachte ich, so einfach kann es doch nicht sein, Schad. Ja, sagt er, es ist aber so. Nur liest es natürlich keiner, weil es nicht irgendwo im BMJ... Nee, aber was macht das Heparin jetzt da an der Tumorwand oder Zelle? Den Biofilm lösen? Oder? Genau, die Fibrin-Genschicht, durch die man mit der Chemo nicht mehr durchkommt, mit dem man auch mit den anderen Stoffen, also auch Methadon, kommt man nicht mehr ran. Und das haben wir jetzt bei der Patientin gemacht. Wir haben die hochdosiert nach dieser Schema, kann man nachlesen, hat er auch komplett veröffentlicht. Man gibt den einfach Heparin, 16.000 oder sowas am Tag. Nicht so wie 4.000 gehen wir normalerweise immer, wenn die Leute das haben, aber der geht bis 16.000 rauf, macht das konsequent, muss aber sich eine gewisse Zeit nehmen. Dann wird diese Fibrinschicht abgebaut und auf einmal siehe da, der Arm, ne, der ging jetzt ganz zusammen. Das heißt, die hat innerhalb von 7 Wochen hat die fast den Arm um 2/3 verjüngt sozusagen, und die ist überglücklich, hatte nur geweint da in der Praxis und so weiter. Das war für uns kein Experiment, sondern wir sind ja eben halt dieser Idee, dieser Hypothese nachgegangen. Und er hat das ja bei, ich glaube, 12 oder 14 Krebsarten ausprobiert. Das heißt, das war immer dasselbe Phänomen. Immer konnte man mit den monoklonalen Antikörpern im Spätstadium auch das nachweisen, diesen Schutzschild. Ja, und wenn man das jetzt mal versucht, für dich ist das ja jetzt ein gefundenes Fressen. Absolut, eigentlich. Absolut. Ich habe es nicht gewusst. Und ich habe mir so viel gedacht. Ich höre das auch zum ersten Mal, ja, ganz ehrlich. Und deshalb sage ich, und das hat er so schön eben gesagt, natürlich dieses Buffet, von dem du gesprochen hast, vor dem wir jetzt sitzen hier oder was wir sozusagen auftischen können. Wer sitzt denn von unseren Patienten da drin? Meine Patienten kommen und weinen, die sind müde, die sind halb tot, die können nichts mehr machen, egal ob die jetzt Manager sind oder ob die Familienvater sind oder ob die Kinder in der Schule nicht mehr mitkommen. Und dann müssen wir all das, was er gesagt hat, anwenden. Nur wenn ich die Akte betrachte, und das hast du ja wahrscheinlich genau und du auch, da kommen dann solche Akten, da ist alles durchprobiert worden. Aber wenn man dann aufmerksam schaut, bleiben immer noch Lücken. Wir schließen die Lücken dann und es bleiben immer noch, wie du richtig gesagt hast, bleiben dann immer noch Fragen, die wir nicht beantworten können. Und da sehe ich eben halt, ich will die Leute nicht angreifen, das sind alles kluge Leute, und dieses Teile- und Herrsche-Prinzip funktioniert natürlich nicht,
Wir müssen das Puzzle, deswegen sage ich mal, was machst du? Ja, ich mache Puzzlearbeit am Patienten. All die verschiedenen Versatzstücke aus den verschiedenen Bereichen der Medizin müssen wir alle zusammenführen. Ja. Dann müssen wir in die Adlerperspektive und dann müssen wir von oben da drauf schauen. Genau. Und was wir heute machen, wir gehen so weit in die Tiefe, dass wir völlig den Überblick verlieren. Und deshalb kann man niemals zur Lösung kommen. Und das ganze Prinzip Publish or Perish führt dazu, dass ich meinen Stapel um mich herum habe, dann bin ich endlich, was weiß ich, C3 oder C4 Professor. Super, toll, habe ich 20 Angestellte, kriege ich meine Forschungsprojekte und wenn dann auch draufsteht Global Warming, dann kriege ich auch 1,5 Millionen. Haben wir alles ausprobiert. Dann haben wir dann auf das eine Projekt haben wir eingereicht, haben wir kein Global Warming drauf, schon ein anderes Global Warming. Dann kriegst du nur das Geld für Global Warming. Oder das auch bei Insekten zum Beispiel. Wir haben vor 25 Jahren einen Verein zur Erforschung der Infektionskrankheiten bei Hund und Katze gegründet. Haben dazu ein eigenes Labor und haben auch Forschungsprojekte eingereicht. Und wenn das nicht da drauf stand, dass es warm wird, hast du also keine Förderung bekommen. Ist sicher Zufall gewesen, wie ihr wisst. Ne? Und was ich aber sagen will, und das hat vielleicht so ein bisschen meine Erziehung gemacht, immer wieder offen sein, auch immer denken, dass man eigentlich nur einen ganz kleinen Teil gelernt hat. Ja? Wir wissen noch lange nicht alles. Deshalb müssen wir jeden Tag wieder neugierig nachfragen. Und mich hat der Donner gerührt. Ich konnte dann die 2 Nächte gar nicht schlafen danach, nach dem Telefonat mit Schad. Da dachte ich, Gott, wie hast du das denn vorstellen können? Wir wissen ja, dass viele Krebserkrankungen, das schreibt die WHO ja schon seit über 10 oder 15 Jahren, zu 80% zumindest assoziiert sind, nicht so unbedingt immer kausal, aber mit Infektionen, steht zumindest in dem Lehrbuch für Epidemiologie im letzten Kapitel drin, zitiert von der Tochter meines ehemaligen Chefs, Professor Schlippgüter, geschrieben, der große Hygieniker Deutschlands. Und da hat sie wohl ein gutes Stichwort da genannt und hat auch die Arbeiten zitiert von der WHO. Und das sehen wir ja auch. Wir sehen es bei Helicobacter, wir sehen es bei HPV und bei vielen anderen, dass irgendwie der Erreger zum Schluss dann auch das Ganze noch bahnt. Wir sehen heute im Prostatakrebs nur durch Oralverkehr. Wir waren ja schon beim Orgasmus. Gehen wir mal ruhig zum Oralverkehr. Hier den Mann dann infiziert, weil die Frau auf den Schleimhäuten oder auf den Zähnen eben Helicobacter hat. Und dann sehen wir heute, die Männer haben dann in der Prostata, das findet man bloß im Gastroskop nicht, kann man ja mal versuchen, die haben in der Prostata dann eben Helicobacter und kriegen dann eben halt nachgewiesen jetzt schon dann eben Prostatakrebs. Und deshalb sage ich auch meinen Urologen, die mich manchmal fragen, ihr müsst eben halt untersuchen Chlamydia, Mykoplasma, Ureaplasma und dann Helicobacter, alles serologisch natürlich und wenigstens gucken, ob der Patient Kontakt damit hatte. Die Publikation kann man nachlesen, hat ein Inder geschrieben, wahrscheinlich weil er den Kamasutra kennt. Kam auf diese Technik und dass das aber eben infektiologisch hochinteressant ist, dass diese Männer dann über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, natürlich da die Erreger drin haben, mit dem Resultat, dass die dann eben Prostatakrebs bekommen, dass man das dann nicht mehr einfach, indem man die Infektion therapiert, mit Antibiotika beseitigen kann, ist klar. Denn dann ist ja die Krankheit in das nächste Stadium eingetreten. Dann wirst du wieder mit deinen Techniken kommen, dann sagst du, die spielt ja Yin und Yang, Parasympathikus, Sympathikus eine Rolle, hat übrigens Kelly, ich weiß nicht, ob du Kelly kennst, dieser amerikanische Zahnarzt, der herausgefunden hat, wie man auch Krebstherapie mit den Enzymen, die Enzymtherapie gemacht hat. Und da spielt hier auch die Ernährung eine große Rolle. Und ich wusste selber gar nicht, bevor ich Kelly gelesen habe, dass eben halt durch die Ernährung auch die Balance zwischen Parasympathikus... Er hatte selber Pankreaskrebs, irre. Ja, total irre, habe ich auch nicht gewusst. Und ich glaube auch, und da ist der kleine Anklage auch gegen meine Lehrer, so gut die auch immer waren, das geht euch vielleicht nicht anders, warum haben die uns das alles nicht gesagt? Und die Frage ist, warum können denn unsere Patienten an diesem Buffet nicht sitzen und sich bedienen? Warum müssen die zu dir, zu mir oder zu dir kommen? Und wie viele Leute sind wir denn? Ja? Mhm. Warum sitzen hier nicht Tausende von Ärzten und manche, die uns vielleicht zuhören als Therapeuten, die sagen, was erzählen die denn da für einen Schwachsinn? Ja. Und das war die Frage, die sie, glaube ich, auch an dich gerichtet hat. Wie kommt das eigentlich? Vielleicht kann man auch noch mal darüber reden. Wie kommt es, dass wir eigentlich im Unwissen gebildet werden? Oder zum Unwissen, wir werden eigentlich verbildet. Das war meine nächste Frage, inwiefern diese neuen Erkenntnisse wirklich auch in den Lehrinhalten an den Universitäten integriert sind. Ja, wer hat ja die Frage schon beantwortet. Schau das Bildungssystem an in der Schulmedizin. Ich sehe es ja, das Feedback von meinen Teilnehmenden, die Schulmedizin studiert haben. Frag mal, wie Glutathionstoffwechsel funktioniert. Keine Ahnung. Genial, der Deutsche, der Ohlenschläger, der hat alles über Glutathion geschrieben. Frag mal, was da gelernt wird an der Uni. Genau. Ob du GSH und GSSG misst und Glutathionperoxidase und dass du N-Acetylcystein geben musst, um den Schwefel zu heben. Das kennen sie nicht. So, das heißt, die Grundausbildung ist komplett falsch. Und und somit geht Wissen verloren. Ohlenschläger hat geniale Sachen geliefert. Man weiß in der Corona-Zeit, dass die Menschen, Asthmatiker oder COPD-Patienten, die Lunge ist da sogar mit dem höchsten Glutathiongehalt, dass die am anfälligsten waren für Viren und Infektionen. Und wenn du kein Zellschutzsystem in der Lunge hast, plus die Infektion dazu, dann entsteht ein Zytokinsturm. Ja, ein Zytokinsturm plus Intubieren ist so gut wie der sichere Tod. Ja.
Gibt man der Gruppe Glutamin oder Glutathion-Infusionen, dann ist die Wahrscheinlichkeit des Überlebens viel größer. Und das hat wieder mit Geld zu tun, denn eine Glutathion-Infusion kostet 13 Euro. Und der Endokrinologe, der Professor Gärtner aus München, hat auf der Intensivmedizin gearbeitet. Er hat gesagt, ich habe 80% der Menschen, die eine Natrium-Selenit-Infusion bekommen haben, haben überlebt, weil es ist der stärkste Hemmer von Nuklearfaktor Kappa B. Nur das kostet halt nur 10 Euro. Und da kannst du machen, was du willst. Du kannst Leitlinien empfehlen, du kannst schreiben, aber das prallt irgendwo im System ab und das ist halt so. Mhm. Und darum bin ich froh, dass es solche Diskussionsszenarien gibt, weil jeder hat wahnsinnige Erfahrungen. Und dann wundert es mich, ich war vor einem Monat beim Internationalen Kongress für Ganzheitsmedizin und Onkologie und da sitzen 60 Teilnehmer. Die vereinigen 60, 70 sollen es gewesen sein. Warum nicht 700? Und der Präsident hat gesagt, wo sind die jungen Mediziner? Wo sind sie? Wir sind alle 50 bis 70, bis 75. Absolut. Da waren 80-Jährige. Das Wissen ist weg. Ich weiß nicht, woran das liegt. Keine Idee. Und es ist ja niedergeschrieben. Und um neue Wissenschaft zu verstehen, musst du alte lernen. Richtig. Musst du alte lernen, Basics lernen. Wir reden heute noch von Warburg, der doch wahrscheinlich recht hat. Also wir müssen mal die Grundlagen lernen. Und natürlich ist vieles Biochemie und Chemie und Ding. Und man muss halt Puzzlesteine bauen, Bücher lesen, hinsetzen und nicht nur immer glauben, dass Meta-Analysen das goldene Ding sind. Das Studium Generale, das war's. Ne? Ich wollte mal einen Schritt zurückgehen, und du sprichst jetzt von zwei von Glutathion. Wer weiß denn, dass wir drei Hauptreparaturenzyme in unserem Körper selber bilden? Seine ist Glutathion. Ja. Was muss ich dafür nehmen? Omega-3-Fettsäuren und die Produktion wird regelrecht geboostert, wenn ich dazu Kurkuma nehme. Oder dann habe ich BDNF eben praktisch für die Nervenzellenreparatur. Dann habe ich SOD, Superoxiddismutase, ist ein Antioxidant, das der Körper selber herstellt, ist 1 Million Mal stärker im antioxidativen Bereich als Vitamin C. Da brauche ich Pterostilbene, Resveratrol und immer den Booster Kurkuma. Oder wenn ich jetzt zurückgehe und sage, ein Sendergebnis von dir war ja zu sagen, Parasympathikus richtet es am Ende. Und jetzt muss ich mal gucken, mal zurückgehen, was ist denn der Mensch eigentlich? Was ist vom Leben her? Da hat der Bank etwas ganz Tolles mal geschrieben, der Mensch ist in Wahrheit ein ganz komplexes Ökosystem. Jetzt gehe ich mal vom 70 Kilogramm Mann aus. Mensch, der hat 70 Billionen Zellen. Jede einzelne Zelle, sagt man, wir sagen im westlichen Medizin, sagt man 100, 120.000 biochemische Prozesse pro Sekunde. Wenn man aber sich die biophysikalischen und quantenphysikalischen Prozesse mit anguckt, ist pro Zelle 10 hoch 15 Aktionen pro Sekunde. Nun von der Größenordnung, von der Zahl, ist ungefähr so groß wie die Zahl aller Ameisen auf der Welt. Und jede Zelle hat das. Jetzt muss ich das mal 70 Billionen mal 10 hoch 15 machen. Das sind die Aktionen, die in normalen Zellen ablaufen. In Nervenzellen laufen 10 hoch 23 Aktionen ab. Das ist so was von unfassbar komplex. Ich sage immer so, eine Zelle ist so komplex wie New York. Da laufen nicht mehr Aktionen ab. Und unsere ganz normale Selbstregulation führt dazu, dass wir pro Sekunde, die Zahlen differenzieren da ein bisschen, zwischen 5 und 7 Millionen New Yorks bauen, die funktionieren. Mhm. Wenn wir jetzt aber eine Wunde bekommen oder haben einen Unfall, dann kreieren wir bis 50 Millionen New Yorks pro Sekunde. Jetzt sind wir nur auf der zellulären Ebene. Jetzt habe ich praktisch 70 Billionen Zellen, aber ich habe 10-mal so viele Mikroorganismen. 700 Billionen Mikroorganismen, jedes ist ein eigenes Lebewesen. Und jetzt gehe ich noch eine Stufe weiter, jetzt komme ich zu den eigentlichen Machern. Die Mitochondrien werden pro Zelle zwischen 1500 und 6500, eine Eizelle 100.000. Jetzt mache ich mal im Schnitt 5000 mal 70 Billionen. Wo komme ich denn da hin? Und das sind eigenständige Lebewesen. Und jetzt gucke ich mir mal das Nervengewebe an. Wir gehen davon aus, wir haben übrigens drei Gehirne, das wissen die meisten Menschen auch nicht. Wir haben das Gehirn hier oben. Wir haben das hier, das Herzgehirn, völlig unabhängig, arbeitet 0,4 Sekunden schneller als das Gehirn hier oben. Man sollte viel mehr aus dem Herz denken. Und wir haben das Gehirn noch im Darmbereich. Dort haben wir mehr Nervenzellen als im Rückenmark. Und wenn ich jetzt ins Gehirn zurückgehe, wir haben 100 Milliarden Nervenzellen, wo jede Nervenzelle ungefähr 10.000 Verknüpfungen hat. Oder jetzt gucke ich noch rein in die Zelle, was habe ich noch an anderen Organellen neben den Mitochondrien? Ich habe Ribosomen. Die Ribosomen sind verantwortlich, um die Proteine zu bauen. Pro Zelle werden im Schnitt pro Minute 100.000 Proteine gebaut. 100.000! Und ich habe vor kurzem ein Buch gelesen, das hat ein Professor für Informatik gelesen, Professor Oliver Lazar, hat aber im ersten Studiengang Medizin studiert, auch Dr. Med und dann Informatik.
Und der hat dann eine spirituelle Erfahrung gemacht, war bis dahin nicht spirituell und hat dann daraufhin sein Leben umgekrempelt und praktisch ein Buch, eine Wissenschaft draus gemacht. Das heißt, Jenseits von Materie. Und was der dort nachweist, wie komplex, der redet dann zum Beispiel von der Evolutionstheorie und bezieht sich auf viele Studien. Völlig dummes Zeug. Leben kann sich nicht zufällig entwickelt haben. Ich komme über die Proteine da drauf und sagt, man geht ja davon aus, es gab eine Ursuppe, dann gab es Blitzeinschläge und so, und dann ist Leben entstanden. Nein. Es, wenn ich nur ein einfaches Protein angucke, wir haben 200.000 verschiedene Proteine, ein einfaches mit nur 150 Aminosäuren, und sagt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich das zufällig bildet? Wir haben jetzt da noch kein Leben, es ist ein Protein. Dann sagt er, die Wahrscheinlichkeit, oder die, dass ich das richtig zusammenbaue, ist 20 hoch 150, wie ich es verschieden zusammenbauen kann. Ich muss aber richtig zusammenbauen, dass es funktioniert. Und die Möglichkeit der Faltung, sagen wir, die Übersäuerung ist ja das Hauptproblem. Warum ist Übersäuerung schlecht? Kommt meistens nur dummes Zeug. Die Wahrheit ist, jedes Protein, ob das jetzt eine DNA ist, ob das so ein Hormon oder ein Enzym ist, hat eine dreidimensional gefaltete Geometrie. Mhm. Und die muss sich entfalten können. Ja. Bin ich übersäuert, habe ich sehr viele Ionen, die die gleiche Schwingung haben. Wenn die Phasen gleiche Schwingung haben, erhöht sich die Amplitude dieser Schwingung. Und diese starke Schwingung vermeidet, dass sich die Enzyme und Hormone noch entfalten Stere können. Die Stere geht kaputt. Und sagen wir jetzt, bei diesen Proteinen ist es so, bei der Wahrscheinlichkeitsrechnung, die Möglichkeit der Faltung in diesem Protein ist 10 hoch 300. Also ist völlig ausgeschlossen, dass sich so ein Protein zufällig bildet. Wie soll sich dann ein Leben oder so, wie soll sich aus einer Ratte ein Wal gebildet haben? Der spricht dort von der nicht reduzierbaren Komplexität. Ich glaube, wenn wir das mal verstanden haben, wenn man dann noch weiß, dass wir eigentlich in Wahrheit nur Energiewesen sind. Mein Max Planck hatte bei der Nobelpreisverleihung damals schon gesagt, Materie an sich gibt es nicht. Und jetzt gucken wir uns Menschen mal richtig an. Was ist die kleinste Einheit, von der wir ausgehen, sind Atome. Und da haben wir einen Atomkern, da haben wir die Elektronen. Und früher hat man noch gesagt, das seien zumindest Materie. Heute weiß man, es sind magnetische Impulse, es sind Lichtfrequenzen. Also es gibt gar keine Materie an sich, hat Planck damals schon gesagt. Also muss man doch auf dieser Ebene Energie, Information, was Tesla auch schon gesagt hat, doch mal angreifen. Genau. Und da ist die stärkste Waffe dann hier oben. Und dann sage ich mal, die Selbstregulationsmechanismen, die sind ja unfassbar. Körperkerntemperatur oben halten. Ich meine, wenn ich Mineraliendefizite habe, geht die Körperkerntemperatur runter, geht die nur um 1 Grad runter, ist die enzymatische Funktionalität um 50% reduziert und das Immunsystem auch. Genau. Wir wissen sowas von genial. Oder wenn man eine Schnittwunde hat, was passiert denn da? Und wie das alles zusammenarbeitet, da gibt es diese systemischen Achsen. Weißt, die Darm-Hirn-Achse. Es kommen mehr Informationen vom Darm zum Hirn über den Magusnerv als umgekehrt. 5-mal zu viel. Ja, und so ist es mit dem Darm-Nieren-Achse, mit dem Darm-Leber-Achse. Wir sind so ein unfassbar komplexes System. Und obwohl es alles so unfassbar komplex ist, der Normalzustand ist Gesundheit. Also was habe ich denn gemacht? Das muss doch die Frage sein, warum es mir jetzt nicht mehr gut geht. Es kann doch nur sein, dass ich irgendetwas falsch gemacht habe. Das ist die wahre Ursachensuche. Ist es die mangelnde Wertschätzung? Es gibt zumindest eine interessante Studie, also die Whitehall-Studie 1 ist über 30 Jahre in UK gelaufen. Da haben die dann gesagt, wir wollen wissen, was ist die wichtigste psychosomatische Ursache für schwere chronische Krankheiten? Absolut klarer Testsieger war Effort Awards Disbalance. Also Menschen haben sich Mühe gegeben und sind nicht wertgeschätzt worden. Mhm. Es kann sein in der Familie, im Business, in der Gesellschaft. Das ist die wichtigste psychosomatische Ursache für schwere chronische Krankheiten. Und sagen wir, diese Komplexität, und zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade das Thema Krebs habe, heute weiß man ja, die Korrelation mit Zähnen ist unglaublich hoch. Da gibt es Aussagen, die sagen, 96% der Frauen, die Brustkrebs haben, haben eine stille Entzündung auf den Meridianen mit Zahnverbundenen im Kieferbereich. 96%. Aber wir machen heute noch Wurzelbehandlung, wie selbstverständlich, wo ich eine 100%ige Garantie einer Entstehung eines stillen Entzündungsherz habe. Das ist ein Wahnsinn. Ja. Oder wir arbeiten heute noch mit Fluorfluorid. Ich meine, Minimaldosis ist kein Problem, Dosis macht das Gift, aber wenn ich eine bestimmte Grenze überschritten habe, ist es nach Arsen das zweitstärkste Nervengift. Wird das diskutiert? Wird nicht diskutiert. 95% aller Arztbesuche beruhen letztendlich mittelbar auf Stress. Stress führt zu Übersäuerung. Übersäuerung, habe ich ja vorhin gesagt, führt dann dazu, dass Enzyme und Hormone nicht funktionieren. Dann ist die Selbstregulation ist reduziert. Und jetzt haben wir praktisch die Umwelteinwirkung und die völlig versagende Politik.
Wir haben Glyphosat zugelassen, die alles kaputt macht, wie im 4G, 5G. Ändert komplett, sage ich mal, die Selbstregulationsmechanismen, zerstört die Zellmembran, die die eigentlichen Gehirne sind, wo ich eine bestimmte elektrische Zellmembranspannung brauche. Ich sage mal, wir müssen sehr weit runtergehen, um mal, sagen wir mal, die Beeinträchtigung, die unser geniales System beeinträchtigen, zu reduzieren. Dann kann der Körper im Prinzip alles wieder richten, weil es ist unfassbar genial und so komplex. Back to the roots. Back to the roots, zur Natur. Orthomolekularmedizin. Für mich gibt es keine andere Richtung. Zurück zur Natur. Die Natur hat auch für alles ein Mittel. Ja. Artemisia haben wir mal vor kurzem besprochen. Wahrscheinlich eins der besten Antikrebsmittel. Aber wie du auch immer sagst, man muss mal die Ursache gucken. Adrenalinmangel ist meistens das Problem. Mhm. Weil der Zucker nicht mehr aus der Zelle zurückgebracht wird, weil Adrenalin die Aufgabe hat, ist der Gegenspieler von Insulin, Zucker wieder aus der Zelle zu nehmen. Dann habe ich eine Überzuckerung. Um das Problem zu lösen, hast du ja wunderbar mehrfach schon gesagt, muss die Zelle in den Vergärungsprozess rübergehen und dann wird 18 bis 30 Mal mehr Zucker verbrannt. Gleichzeitig übernimmt die eine Funktion einer zweiten Leber und zieht praktisch wie ein Magnet Pathogene an, vernichtet und neutralisiert die. Und wenn der Job erledigt ist, kann es wieder zurückgehen, sozusagen eine gesunde Zelle werden. Das ist es. Und jede Krankheit oder irgendwas ist am Anfang eine sinnvolle biologische Sondermaßnahme. Und wir sind doch voll Idioten, wenn wir da dagegen arbeiten. Also wenn jetzt jemand kommt mit Fieber, wenn er jetzt nicht 41 Grad hat, mit jedem Grad mehr verdoppelt sich die Stärke des Immunsystems. Genau. Ja. Und diese ganzen Dinge, oder sagen wir es, das wichtigste Lebensmittel, Wasser. Das kann schon fast alles lösen, wenn ich hexagonales Wasser habe. Also ich glaube, wir sind irgendwie falsch unterwegs. Ich weiß es nicht. Also, ich will nur, ich meine, das, was du erzählst, euphorisiert mich richtig, wahrscheinlich euch andere auch. Ja. Das ist ja wunderbar. Für uns ist das wie Manna oder auch wie Champagner, wenn ich hier sage, ich trinke gerne Champagner. Aber mit dem Zuschauer draußen, der liegt jetzt da, todkrank und so weiter. Ich kann eine gewisse Vereinfachung reinbringen und eine gewisse Hoffnung aussprechen. Du hast was ganz Wichtiges gesagt. Ich habe ja Chemie studiert, wo ich Medizin gemacht habe, um ein bisschen mehr Kenntnisse auch noch zu haben, habe mich intensiver mit der Biologie beschäftigt. 95% aller meiner Patienten, die todkrank sind, die aus ganz Europa kommen, ja, die haben eine Körpertemperatur, die mindestens 1 Grad unter der Normaltemperatur liegt. Bei mir übrigens auch, bei Krebskranken. Ja, 100 Pro. Ja, und dann ist genau das, was du gesagt hast, die Sterik, ist ja so wichtig, eben halt die Formung der Proteine funktioniert nicht mehr, die Enzymprozesse, Milliarden vielleicht, weiß ich nicht, laufen alle nicht mehr. Du kannst eben keinen Vorgang ablaufen lassen, der nicht entsprechend getriggert ist, durch die Temperatur auch. Ne? Ein unterkühlter Patient, der arbeitet nicht mehr vernünftig. Und da versuchen wir natürlich eine Lösung zu finden und die erste Lösung ist bei uns natürlich, wir lassen die Leute auch Temperatur messen, über 5 Tage, Frauen 4 Wochen, ne, weil die ja ihren Zyklus haben. Im Mund immer einfach eine Temperatur mit Digitalthermometer, müssen sie aufschreiben. Ohne Tabelle kommt auch kein Mensch in die Praxis. Brauchen die gar nicht anzukommen. Ich sage, haben sie ihre Temperatur nicht dabei, können sie gleich wieder abfahren. Und man kann das ja nicht in einem Tag messen. Und dann sehen wir eben halt immer wieder, dass die Patienten zu niedrige Temperatur haben. Dann kann man nicht gesund sein. Und leider ist es so, dass viele eben halt entweder Jatro gehen oder einfach genetisch oder auch durch die Infektion oder durch andere Phänomene eben halt eine Hypothyreose haben oder zumindest eine Senkung der Körpertemperatur. Man findet nicht immer das Korrelat in der Schilddrüse drin. Ne? Und Mitochondrien? Ja, genau. Mitochondrien regulieren die Temperatur. Deswegen greifen also wir natürlich dann auch. Wenn die nicht funktionieren, dann funktioniert es nicht. Ja. Und sieh dir an, die Schilddrüsenunterfunktion, also 70% der Leute nehmen Eutirox, Novotiral oder meistens Eutirox. Wahnsinn. Es ist der Standard, die Schilddrüsenunterfunktion. Ja. Die Energie geht runter, Ursache Jodmangel. Primär. Ich werde oft gefragt, Herr Hirnese, wie merke ich denn, dass ich auf dem richtigen Weg bin? Also muss ich jetzt jeden Tag ein PET machen oder was? Was soll ich denn? Dann sage ich immer, okay, Achtung, Sie werden 2 Dinge bemerken. Die Hände und die Füße werden wärmer werden. Richtig. Und du wirst mehr pinkeln. Und was sind denn die 2 Abfallprodukte der ATP-Produktion? Wärme und Wasser. Weil die Mitochondrien einfach besser arbeiten, weil wieder mehr ist. Und dann kriegen die einfach wärmere Hände, wärmere Beine. Es gibt von einem Japaner ein schönes Buch, das heißt Sauerstoff und Wärme. Das ist die 2 Dinge, die wir wieder hinbringen müssen. Ja. Das kann ich nur absolut so bestätigen, was du auch gerade sagst. Ja. Ich kann es 100% bestätigen. Da ist einfach 1 Grad kälter. Und deshalb funktioniert, ich sage mal, Hyperthermie. Oder wir machen ja Natronbäder, um Säuren auszuscheiden. Aber wir machen die Natronbäder, man kann die mit kälterem Wasser sehr lang machen. Wir machen sie mit wärmerem Wasser, aber dafür kürzer. Und das hat den Vorteil, dass wir jeden Tag eine kleine Hyperthermie sozusagen damit hinbekommen. Wunderbar. Die Körperkerntemperatur natürlich jeden Tag etwas nach oben regulieren. Und ich glaube, wir haben auch schon darüber geredet, was viele vergessen, nur 1 Grad Körperkerntemperaturerhöhung kann chemische Prozesse bis zum 1000-fachen erhöhen. Ja. Also beschleunigen meine ich. Ja. Also extrem viel laufen Prozesse einfach viel, viel besser, viel schneller ab. Ja.
Und die Frage ist ja, was ist überhaupt passiert, dass das so runterreguliert wurde? Und dann sind wir natürlich bei dem Stichwort Mitochondrien. Da hat es ja eben in der Schweiz eine Klinik gegeben, die mit Hypertonie gearbeitet hat. Mhm. Das hat ein Freund von mir geleitet, die Depressionspatienten. Ja. Eine einzige Hypertonie-Sitzung, die Depression war weg. Mhm. Hat nicht funktioniert, wenn der gleichzeitig gewisse Antidepressiva genommen hat. Und dann, der hat dann aufgehört und ist dann in die USA gegangen. Und die Hypertonie ist eine Möglichkeit. Hat man nicht so ein Gerät zu Hause, kann man nicht kontrollieren, ist ein bisschen schwierig. Ich sage den Leuten, sie sollen ein Bad nehmen, 3 Grad genau. Über Körpertemperatur. Ja. So weit bis möglich. Aufpassen, ja. Ist Kreislauf anstrengend. Natron rein, sitzen mindestens 30 Minuten bei 40 Grad. Exakt. Die kriegen Zustände, das ja. Ist nicht normal. Das ist das, was wir machen. Und dann abkühlen. Ja. Sensationelle Wirkung. Das kannst du mit einer Sauna nicht erreichen. Bei der Sauna schwitzt du ab, aber nicht im Wasser. Genau. Da kannst du wirklich die Körpertemperatur heben. Ein stinknormaler Leberwickel. So heiß wie möglich auf die Leber. Mhm. Die Leber hat ungefähr 40 Grad, ist 3 Grad wärmer wie der Rest. Ist eine biochemische Maschine. Kriegst du 3 Grad Temperatur auf in der Leber. Und 1 Grad mehr Körpertemperatur heißen Leberenzyme, arbeiten um 250% schneller. Ja. Die Leute können viel besser entgiften, dazu viel Tee trinken, Wasser trinken. Viel mehr Wasser, weil ich glaube, das Wasser hat noch viel mehr Heilkraft, als was wir alle glauben. Und Energie und alles, ja. Und das sind einfache Sachen. Ja. Im Prinzip müssen wir back to the roots. Ja. Und wir sagen immer, keine Wohnung anmieten ohne Badewanne. Ne? Nicht duschen, sondern baden. Ja, richtig. Hat jeder rausgerissen. Sonst sofort einbauen. Ja. Ne? Ja. Hier drin sitzen. Ja. So ist es. Und Spitzen. Linus Pauling, der zweifache Nobelpreisträger, damals war es noch verdient. Der ist ja der Vitamin-C-Papst gewesen. Verdient. Und der war dann Begründer der Orthomolekularmedizin. Heute sagt man funktionale Medizin. Und der hat dann einmal als Nebensatz gesagt, für ihn sei keine Krankheit denkbar ohne Mineraliendefizit. Mineraliendefizit führt zur Reduzierung der Körperkerntemperatur. Ja. Das japanische Volk erleidet das. 0,5 Grad ist da die durchschnittliche Körpertemperatur in den letzten 20 Jahren zurückgegangen. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Deutschland aussieht, aber mit den Ernährungsmethoden, die wir heute haben, habe ich keinen ausgewogenen Mineralhaushalt mehr. Ich habe da zwei persönliche Empfehlungen. Das eine ist, Celtic Sea Salt oder mehr Wasser trinken, weil da ist im Prinzip alles drin. Oder wo praktisch auch alles drin ist, ist Direktsaft von Aloe Vera Gel. Es sind ungefähr 200 verschiedene Mineralstoffe drin und es tut einem nicht weh und das Meerwasser schmeckt auch nicht schlecht und es ist auch nicht schädlich. Da gab es den Dr. Gracia und den Quinton hat es angefangen. Der Quinton hat sich selber von Tuberkulose geheilt mit Meerwasser trinken. Da gab es das Quinton-Plasma, nachher gibt es in Südamerika, die behandeln auch gerade todkranke Tiere damit, also Pferde und alles und die gießen sogar die Pflanzen mit diesem Meerwasser. Ja. Es geht um Mineralien und Informationen. Die sind für mich fast wichtiger. Und haben wir in den letzten paar hundert Jahren vom Ernährungsverhalten, wir haben den Salz, den Natriumkonsum massiv erhöht, Kaliumkonsum komplett nach unten. Also wir haben die letzten paar hundert Jahre, paar tausend Jahre, die Zufuhr von Natriumkalium komplett verändert. Ja. Mineralien, du kannst es messen, du siehst am Mineral-Elektrolyt-Status, ob der in einem Sympathikus oder Parasympathikus steckt, ob die Zelle übersäuert ist oder nicht. Das siehst du, wenn du exakt hinschaust. Du findest bei 70% an dem Bohrmangel. Ja, Bohr ist wichtig. Bohrmangel erhöht das Risiko für Prostatakarzinome, Brustkrebs, alles um 60-70%. Bohr ist also ein Antagonist, dass kein Kalzium zum Beispiel reinkommt. Das reguliert die Kalziumhomöostase, weil Kalziuminflux, wenn das übertrieben wird, wir schalten wieder Gene ein Richtung Entzündung. Und wir essen zu wenig Mineralien. Punkt. Jetzt haben wir 4G, 5G öffnet die Kalziumschleusen in den Zellen. Jetzt werden die Zellen mit Kalzium geflutet. Wunderbar, Selbstregulation. Magnesiummangel, extrem weit verbreitet, Magnesiummangel. Ohne Magnesium kein ATP, ohne ATP kein Magnesium. Und wie ich gestern erzählt habe, George 1975 publiziert, ein intrazellulärer Magnesiummangel halbiert die Mitochondrien um 50%. Nur Magnesiummangel, 50% Verlust an Mitochondrien. So, Mitochondrienverlust heißt definitiv, Temperatur geht nicht mehr, ATP-Ausbeute ist nicht mehr da und die Homöostase ist gestört. Und gibt den Leuten Magnesium, 50% aller Stoffwechselprozesse sind magnesiumabhängig, 50%. Und dann gibst du ein gutes Magnesium mit Kofaktoren, Magnesium braucht Vitamin B6, damit du es resorbieren kannst, und ein gutes Milieu. Die Menschen sagen, ich bin entspannt, der Blutdruck gesunden, ich habe mehr Energie, ich schlafe besser, ich bin ruhiger. Und dann geht es besser, nur Magnesium. Jetzt suchen wir den Jodmangel. Wie viele Menschen haben Jodmangel? Ist nicht mehr normal. 80%? Ja, das geht in die gleiche Richtung. Q10-Mangel, wenn man genau hinschaut. Ich muss nur lachen, mir fällt gerade ein kleines TikTok-Video an. Davon heute ich mal einen Anachronismus. Über Russen sollte man nicht mehr reden, aber ich mache es trotzdem. Ich habe ja Russisch gelernt auf der Schule sogar. Und da steht der Russe da vor seinem Bodybuilding-Studio. Was nimmt der russische Mann? Der nimmt Bohr, der nimmt Testosteron und der nimmt Schilddrüsenhormon. Ja? Damit kommt er klar, er hat eine gute Körpertemperatur. Das Bohr ist ganz wichtig auch. Und das Testosteron für die Muskelentwicklung. Da muss ich so lachen. Ja? Da dachte ich, der hat ja Ahnung, der Junge. Ja, absolut. Ja. Dann habe ich immer einen tollen Film gesehen,
Also ich glaube, der Parasympathikus, wir leben heute alle in einem Sympathikus-Tonus. Ohne Kalender, ohne Handy, du hast Termine. Ja. Wenn wir uns treffen wollen in 3 Monaten, muss jetzt jeder das Handy rausholen, dann geht nicht, suchen wir was anderes. Also völlig irre. Ja, es bestimmt die digitale Welt deinen Lebensablauf. Und der Journalist wollte untersuchen, wie die Menschen in Papua-Neuguinea leben. Die Eingeborenen, Unzivilisierten, Primitiven. Ja, klar. Ja, geht dorthin, was in der Zeit war, es war der Monsunregen. Und die sind da dort und hängen den ganzen Tag in der Hängematte. Und er wollte eigentlich den Lebensstil untersuchen, was die dort machen. Chillen. Es regnet, wir gehen doch nicht raus jetzt da. Den ganzen Tag ist das einfach Ruhe. Einmal am Tag Essen holen, vielleicht ein zweites Mal, und dann war es das. Oder bringen lassen. Hm? Oder wie auch immer. Und einmal das Nichtstun. Die Leute werden nervös, wenn du aus dem Haus gehst. Wo ist mein Schlüssel? Wo ist mein Handy? Wo muss ich hin? Und wenn es nicht da ist, das ist irre, wie uns die äußere Welt innerlich bestimmt. Ja. Dieses Nichtstun müssen wir jetzt leider das auch den Zuschauern überlassen, denn ich glaube, sonst ist der Sympathikus durch die vielen Informationen. Das Einzige, was funktioniert, den Parasympathikus zu stimulieren, ist QS24 schauen. Das macht ja. Das ist der Zuschauer sich redet. Und wenn man sehen will, ob man den Parasympathikus oder Sympathikus ist, sollte man eine Herzratenvariabilität machen. Das sieht man nicht. Das ist eine super einfache Sache. Ja, perfekt. Ja. Und manche glauben, sie sind im Parasympathikus oder haben keinen Stress. Dann machen wir eine Messung, 24 Stunden. Und mit dem Messgerät, was ich habe, kann ich auch sehen, wie oft dreht sich die Person, rechts, links, am Rücken. Also, dann sehe ich, der fährt durch. Null Parasympathikus. Der fährt durch. Doch Stress. Hier, visuell, hier sehen Sie es. Und tagsüber altert man, nachts sollte man theoretisch verjüngen. Und wenn ich nachts die Verjüngung ausschalte, dann weiß ich, wo ich hinkomme. Und man sieht auch, die Leute, die wirklich dann Schlafstörungen bekommen, denen geht wirklich in 3 Monaten die komplette Energie aus. Ja. Die werden komplett fertig, wenn Schlafstörungen noch dazukommen. Ja. Wenn du noch einigermaßen schlafen kannst, dann regeneriert sich das System so gut. Aber wenn du Schlafstörungen hast, und ich habe Leute, die schlafen nicht mehr. Ich habe einen Jungen aus Deutschland, der schläft seit 6 Jahren nicht mehr. Er ist arbeitsunfähig, ist 29 Jahre, hat angefangen nach einer Antibiotikur mit Ciprofloxacin. Oh wei. Ja, ist ein absoluter Mitochondrienzerstörer, ist bekannt. Und er schläft seit 6 Jahren nicht mehr. So, das kann ich nicht glauben. Was heißt das? Nein, ich döse nur den ganzen Tag bei abgedunkeltem Licht, schlafe keine Minute. Ich habe es noch nicht mehr zusammengebracht. Der Darm war kaputt. Es war alles kaputt. Das ist komplett ausgenockt. Ja. Hast du wieder hinbekommen? Nee, wir auch nicht. Nee. Floxen, nee. Da muss ich sagen, da weiß ich auch nicht weiter. Nee. Die Mitochondrien sind kaputt. Ja. Irre, also was da passiert. Und wenn du eine Idee hast, musst du mich anrufen. Also das haben wir schon oft gehabt. Ne? Hatte ich jetzt eine Ärztin, die hat eine wunderbare Praxis, auch die modernste Medizin gemacht und hat dann einen neuen Freund gehabt und dann hat sie sich angesteckt. Ne? Blasenentzündung, hat der Urologe gesagt, Ciprofloxacin nehmen, 14 Tage genommen. Die ist noch nach Mexiko geflogen, im Rollstuhl, 60.000 Euro für Stammzelltherapie ausgeben, kam genauso krank wieder. Ja, ich glaube elektromagnetische Wellen, es gibt auch so Stammzellen so mit Lichtphotonenpflaster, die Stammzellen erneuern, also ich würde da eine Kombination mal versuchen wollen. Meine Herren, wir könnten hier noch Stunden reden. Unser Buffet ist übervoll, es platzt fast. Und ich glaube, der Zuschauer ist gut gesättigt an Informationen. Ich danke euch vielmals für dieses Konglomerat an Inspiration und bin natürlich gespannt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, was ihr Takeaway von diesem Buffet ist. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir uns, wenn wir diese Metapher des Lichts der Erkenntnis aufgreifen, erst in der Morgendämmerung befinden, wie es Rolf uns, glaube ich, auch angedeutet hat. Bleiben Sie gespannt, welche Entwicklungen, welche Fortschritte die Forschung in den nächsten Jahren uns hier noch eröffnen wird. Bis dahin, alles Liebe.